So, es geht weiter. Wir kommen hier zurück zu Rust. Wir wollen mal rüber schwimmen. Wir schwimmen einfach mal rüber, ja. Da drüben wollte ich ja sowieso mal schauen, ob da so einige Basen sind. Vielleicht finden wir ja endlich mal eine Basis, eine mögliche Basis zum Raiden. Mal schauen, was da drüben so los ist. Wir schauen mal. Vielleicht gibt es ja was zum Raiden. Na, der Bär ist schon mal da. Ne? Der Bär ist schon mal da. So, der läuft nicht, ne? Der Bär. Der Bär, der läuft nicht. Ist wie bei Minecraft, ne? Erst wenn der Schank geladen ist, dann läuft der Bär auch los. So, weil Ziel ist jetzt echt mal zu raiden. Guck mal, jetzt läuft er los, ja, weil ich bin jetzt in der Nähe. Jetzt gibt er Hackengas, der Bär. Das steppt der Bär. Ne, jetzt will er doch nicht mehr. Naja, vielleicht ist er auch müde, wer weiß. So, dann gucken wir mal, wenn er Base. Ich bin noch am Überlegen, ob ich denn mir auch wieder so eine Raid-Butze baue. So, erstmal zeige ich, wo ich bin. Ich bin hier, ja. Also die Richtung geradeaus oben, da sind auf jeden Fall Basen. Viele Basen auf dem Haufen. Aber ich will den Bereich hier mal gucken. Zwischen U20, U21, V20, V21. Wir schauen einfach mal ein bisschen, ja. Ein bisschen gucken. Könnte ja eigentlich auch mal. Liegt ja auf dem Weg. Nimm ich den Stein mit. Spitzhacke ist ja eh so gut wie hinüber. Wenn ich sowieso eine Raid Base bauen soll, denn, ne, also. Brauche ich sowieso ein bisschen Stein. Holz würde auch reichen eigentlich. Egal, so. Müssten von hier oben eigentlich gute Aussicht haben. Eine gute Aussicht. Eventuell. Ist aber gar nichts, ne? Eine Base. Hab ich, ja, hab ich. Sehr schön. Boah, ich jetzt eine 1:1 Foundation, das habe ich nicht genug Stoff mehr. Ah, doch, könnte ich. Einen Schlafsack könnte ich auch noch kräften.
So, aufpassen. Evil Chicken, man hört es ja schon im Hintergrund. Irgendwo läuft hier Evil Chicken rum. Evil Chicken ist auch am Start. So, wo ist das blöde Kreuz schon wieder? Da. Ich hasse es, ich hasse es. Bisschen Holz, ja komm. Wurscht. Hier ist aber keine Basis. Weit und breit keine Base. Hätte ich ja nicht gedacht. Entweder sind sie schon zerfallen. Geradeaus vor, was haben wir denn da hinten? Verlassene Supermarkt, da muss doch eine Basis sein. Da oben im Wald weiß ich, da ist eine Base mit dem halbautomatischen Geschütz. Also mit der Shotgun. Aber hier ist auch überall Loot, also Ressourcen, ne? Stein, und hast du nicht gesehen? Hier ist auch keine Basis, keine einzige Basis. Oh, leck. Da vorne, was ist denn da? Riesenbase, oder was? Oder schon despawned. Also, eine Plattform ist ja da hinten, oder was ist das da? Das ist immer das Schöne, wenn es leckt. Da weiß man gleich, oh, da wird eine Base geladen, der hat geleckt. Da ploppt eine Base auf. So, da ganz oben links ist Kontakt, da sind zwei Leute im Raiden. Oder drei Leute am Raiden. Ich hau mal ab. Jetzt hätten wir das Fernglas mitnehmen sollen. Scheiße. Da hüpfen drei Leute rum. Drei Leute habe ich da gesehen. Wenn ich in der Nähe raide, dann kommen die drei Leute angelaufen, wenn die in der Nähe wohnen. Das ist doch auch wieder scheiße. Es gibt, klar, es gibt Action, aber wer wird verlieren? Ich. Ich werde darunter leiden. Ja, das ist ungefähr R20, S20. Richtung Flugplatz. Mittig. Die sind auf jeden Fall oben den Berg hoch. Ach, darüber, wenn die da in der Nähe wohnen, sind vielleicht auch noch auf Tour. Am besten wäre, wenn hier irgendwas ist auf dieser Seite. Denn oben ist nur die Butze mit dem Geschütz. Da bringt mir aber auch nichts. Das feuert ja, nämlich dort. Ist ärgerlich, dass Geschütz. Gesch hier. Hat er weiter gebaut oder? Ist das eine neue Basis? Nee, das ist doch dieselbe. Wir haben sie auch schon geradet mit dem Tower. Oder was? Klar.
hat er nur angebaut hier. Nee, das ist doch. Das angebaut, das ist merkwürdig. Das Ding ist doch neu. Das hört man doch sowieso. Dann kann ich auch gleich laufen hier. Ist auf jeden Fall da. Das ist der Jakob oder irgendwie sowas. Da lief doch wieder einer auf Metall. Oder Blech, je nachdem. Guck mal, da Loot hier. Vielleicht kommt er ja hinterher. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Action. Aber ich wollte eigentlich in der Basis gucken. Ich finde ja keine Base, ey. Keine Base. Klaue ich den sein Loot hier, komm. Ich mach das mit den Blaupausen. Also Schrott mache ich random. Rezept holen, ja? Random. Random. Wenn da eine Dreiergruppe rumläuft und ich aus dem Flugplatz. Oder einmal riskieren, hinlaufen und sterben. Mal so ein Waffenteil in der Hand behalten und dann wieder sterben. Oh, ich habe das ganze. St egal. 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 Offenes Feld hier, ne? Da oben ist doch die andere Basis. Da habe ich doch gerade einen gesehen, oben links. Da wurde auch weitergebaut, auch. Da war ich da letztens, wo das Server abgeschmiert war, wo die Attacke war. Die Dossel. Die Dossel. Die Dossel. Die Doss-Attacke da. Sind doch keine Kisten, ne? Keine Kisten. Geht das hier nicht irgendwo nach oben? Eigentlich schon, ja. Hier hat doch einer geludet. Leute, ich finde keine Base zum Raiden, das ist doch. Das war auch schlau. Ja, ist klar. Was soll er denn hier? Na komm, schieß. Das ist Big Dude oder was? Ja, hallo, wer ist denn das? Big Dude oder wer ist das? Wie bitte? Wer ist denn das? Big Dude? Nein, nein, ich bin Zivilflieger. Tust du irgendwas? Nö, nö. Das ist ja okay. Alles gut. Na dann. Guten Tag. Wer bist du denn? Komm mal ran hier. Muss man deinen Namen sehen, dann weiß ich, dass du einigermaßen freundlich bist. Ah, alles klar. Gut zu wissen. So, ja, dann viel Spaß. Ich bin auch ein bisschen am Looten, aber ich finde keine Waffenteile. Ich suche Waffenteile, aber nee, nix los hier. Ich glaube, da muss man zum Airfield, wa? Oder was sagst du? Kennst du dich ein bisschen aus? Ich finde oft bei der Kuppel welche. Ganz oben. Da sind ganz viele öfters. Okay, ja, da habe ich eben eine Dreiergruppe laufen sehen. Da wollte ich gar nicht hin. Was soll ich da hinlaufen, wenn da drei Leute rumlaufen? Das kannst du auch wieder vergessen. Ach so, okay. Naja. Ja, viel Spaß Danke. noch. Tschö. Vielleicht bin ich tot. Ja, Loot kannst du vergessen hier. Einige nette Rustler, ne? Das war ein jüngerer hier. Ein junger Rustler, Mensch. Und mal ein bisschen freundlich, ey.
Also ein bisschen freudig, sonst die meisten. Naja, der kam, glaube ich, von da oben. Ich glaube, der kam von da oben runter. Ach, da wohnen einige Nette da oben, ne? Ich weiß nicht, wo ich reden soll. Wo soll ich reden? Ich finde keine Base zum Reden. Ich bin ganz traurig. Ich habe 20 Sprengstoffladungen zu Hause, aber ich komme nicht zum Reden. So viele nette Leute. Ich kann auch nicht die netten Leute oben auf dem Berg oder raiden. Big Dude wohnt da oben auch. Da hier ist eine Kiste hier oben. Also ist ja die Base. Stimmt, ich muss hier weg. Das war auch sehr schlau, Askamon. Du bist so ein Profi, ich sag dir das. Hätte er jetzt gefeuert, ne, auf mich geschossen, dann wäre ich hingegangen. Hätte ich jetzt mal ein bisschen Tarnung gemacht mit dem Bogen und dann auf Nahkampf und dann direkt die Wumme raus, die doppelläufige und dann mitten ins Gesicht und dann wäre er down gewesen. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich raiden soll, ey. Ich finde hier keine Basis, ey. Drüben sind die Dreiergruppe, die da rumlief, ey. Das ist doch. Joa. Da kam vom Berg runter hin, der. Wie hieß der denn? Irgendwas mit Budde. Am Ende habe ich irgendwas gelesen mit Budde. Ach, Leute. Ich weiß es nicht. Können auch mal zum Hafen, aber. Nur nette Rustler hier. So aber nicht. So muss ich denn hin. In die Richtung. Da oben, da wohnen so viele Nette. Oder ich muss weiter ganz da oben hinlaufen. Die Base am Wasser bringt auch nichts, weil links davon, in der Nähe vom Flugplatz, dieser Bereich hier, ich weiß nicht, die Cursor hier, zwischen 8, R18, R19, S18, S19, die Seite da. Wenn da drei Leute rumlaufen, da brauche ich doch nicht raiden gehen, auch wenn da eine halbwegs gute Basis ist zum Raiden. Die kommen auch gleich vorbei. Und wenn ich dann mit meiner doppelläufigen Shotgun stehe und habe noch nicht mal AK oder halbautomatisches Gedönsegewehr. Ja, das bringt doch nichts. Dann nehme ich hier noch ein bisschen Loot mit und dann hau ich wieder ab. Ich muss erstmal verbinden hier. Gerade irgendwo ein LKW oder nicht? Da hinten. Ach, die Pfeile hier, die kannst du. Gab's früher auch nicht. Das Öl jetzt hier, ich glaube nicht. Airdrop? Airdrop. Wir werden jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal die ganzen, also das ganze Schrott werde ich dann random gucken, was ich random für Blaupausen rausbekomme. Weil ich habe keinen Bock hier noch ein paar Tage länger zu warten und auch die zu farmen. Wenn ich sowieso nicht an die Waffe komme. Und ich habe so viel Schrott, bevor das noch alles geklaut wird. Und ich will geradet, dass alles geklaut ist. So viel zu schade, denn. Machen wir uns noch ein paar Blaupausen. Kampf gibt es ja auch nicht. Habt ihr ja gerade gesehen. Nur nette Rustler. Der Heli kommt. Der Heli kommt, der Heli kommt. Was darf ich eigentlich tragen? Ich weiß es nicht. Drei Sachen, zwei Sachen. Oh, komm. Das brauche ich jetzt auch nicht. Nimm mal lieber die Shotgun weg.
Brauche ich das? Ich glaube, das ist wichtig. Nein. Wenn er gleich schießt, ja. Blöder Heli. Es waren irgendwie so zwei, drei Sachen, darf man behalten. Hast ein bisschen mehr, greift da an. Ein bisschen down. Da kommt er angeleckt. So, mal gucken, ob mein Nachbar da ist. Ja, wieder eine sehr spannende Folge. Action gibt's hier nicht mehr. Alle Rustler sind friendly. Okay, alle nicht, aber einige. Fässer, ja, der ist ja jetzt weg. Der ist ja jetzt weg. Ich bin ja ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, wo ich raiden soll. Ich müsste ja dann am Arsch der Welt hinlaufen mit meinen 20 Sprengladungen. Um irgendwie vielleicht mal eine halbwegs gute Basis zu finden zum Raiden. Nachbar, bist du da? Nö, ne? Hallo, 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 bist du zu Hause oder was? Hallo. Wo ist denn meine Doppelläufige? Hab ich das schon wieder weggeschmissen oder so? Könnte mir immer passieren. Ja, jetzt. Ich das Fernlass, ne? Wenn ich das nicht mehr brauche, ja, dann bekomme ich das Fernlass. Rohre, ich habe so viele Rohre, Leute. Federn, Schilder, brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Hab so viel davon, kann damit nichts anfangen. Okay, nachher kriege ich eine Blaupause oder was und dann brauche ich die Rohre, ja? Oder die Federn. Na, wieder ein bisschen Schrott, ja. So. So, so. Keine mögliche Base gefunden zum Raiden, ne?
Aber hätte ich jetzt die Aufnahme nicht laufen lassen, dann hätten wir den Rustler nicht so getroffen. Den etwas jüngeren Rustler, netter Rustler. Falls du das mal schaust, nur mal ein Groß an dieser Stelle. Schwefel, Schwefel. Schwefel brauche ich gar nicht mehr. Pff, was soll ich mit Schwefel? Ich habe ja eh keine Base zum Raiden. Ich muss mir auf jeden Fall, denn denke ich mir mal, Raid. Na, wie heißt denn das? Also eine Raid-Base bauen, ja, wo ich mal Material lagern kann. Weil ich muss auf jeden Fall weit laufen. Hier in der Nähe ist gar nichts zum Raiden. Nicht in meinem Umkreis. Leute. Sonst muss ich echt notgedrungen zum. Ich muss es riskieren. Oder ich muss Big Dude. Aber Big Dude ist nicht online. Ich glaube, das ist nicht online, Big Dude. Big Dude und Keule, wie die alle heißen, dass wir da ja oben auf dem Berg irgendwie zu viert doch mal losziehen, dann einfach anfangen zu raiden, just for fun, ob man nur was erreicht oder nicht. Naja. Meine Tür noch drin? Nö. Ja, ein bisschen Schrott wieder und ja, Fernglas. Dann mache ich nochmal gleich eine Tour, aber ohne Aufnahme und dann. Ja, sonst wäre das einfach nur zu viel hin und her gelaufen. Aber wir haben ja auch drei Leute gesehen. Ne? Ich glaube, im Video sieht man das ein bisschen schlecht. Die Basis vorhin auf der linken Seite. Können wir ja nochmal. Upsala. Na! Wo waren das gewesen? Hier in dem Bereich. U21, U22, oder war das? Ne, Quatsch. Da drüben war das. War R19, R20, S19 und S20. Da in der Nähe scheinen auf jeden Fall die Dreiergruppe auch zu wohnen. Und da in der Nähe Raiden würde ja nichts bringen. Egal, ich muss was überlegen. Danke fürs Einschalten und ja, bis zur nächsten Folge von Rust. Bis dann. Tschüss.